jetzt erfährst du, wie es weitergeht in dem Geheimnis der Zuckerstange. Er fettete seine Hände mit Butter ein, hob den klebrigen Klumpen aus der Schüssel und begann ihn zu strecken. Je mehr er daran zog, desto glatter und weißer wurde die süße Masse. Lieber Herr, zeige mir bitte, was ich daraus nun machen soll, betete er. Ein Blick auf das Krippenspiel brachte den alten Süßwarenhändler auf eine neue Idee. Schnell rollte er einen kleinen Klumpen seiner weißen Masse zu einer langen, dünnen Schnur. Er schnitt ein Stück davon ab und hielt nun einen kleinen weißen Stab in der Hand. Nun bog er ein Ende davon um und lächelte siegessicher. Was wird Kathi wohl sagen, wenn sie das sieht? Das plötzliche laute Läuten der Türglocke riss den alten Mann aus seinen Gedanken. Ein Mädchen mit rosaroten Wangen hüpfte durch den Laden und rief: Hallo Opa, ich bin's! Der Süßwarenhändler legte seine Zuckerstange aus der Hand und umarmte seine Enkeltochter. Hallo Kathi, wie geht's denn meinem Lieblingsenkelin? Sie lachte: Aber Opa, du weißt doch, dass ich deine einzige Enkeltochter bin. Ja, kicherte er, ich weiß das. Und trotzdem bist du meine Lieblingsenkelin. Als Kathi die Zuckerstange erblickte, bekam sie große Augen. Was machst du da, Opa? Das ist ja eine seltsame Form. Der Opa setzte sich und beobachtete sie ganz genau. Was meinst du denn, was das sein könnte? Er runzelte die Augenbrauen und wartete auf eine Antwort. Kathi drehte die Stange in verschiedenen Richtungen und rätselte. Ich hab's! Das ist ein Spazierstock, wie du ihn hast. Der Opa lächelte. Du hast recht, das sieht aus wie mein Spazierstock. Aber schau mal, dort zur Weihnachtskrippe. Was siehst du dort? Oh, rief Kathi, der Hirte hat einen Stock, der auch so aussieht. Diesen Stock nennt man einen Stab. Einen Hirtenstab, erklärte der Opa. Manchmal legt der Hirte seinen Stab ganz sanft auf den Rücken eines seiner Schäfchen, um ihm Liebe zu zeigen, als würde er es umarmen. Sein Stab tröstet die Schafe. Mit seinem Stab leitet er die Schafe auch auf dem richtigen Weg. Das gebogene Ende ist wie ein Haken, mit dem er seine Schafe retten kann, wenn sie sich mal im Gebüsch oder in einem Loch verfangen haben. Mit diesem Ende kann der Hirte sein Schaf auch vor Gefahren wegziehen, zum Beispiel weg von steilen Abhängen, von giftigen Pflanzen oder gar von Schlangen. Dann forderte er Kathi auf, nun los, probier die Stange mal. Während Kathi an der Zuckerstange leckte, erklärte ihr Opa weiter, der gute Hirte liebt seine Schafe. Um sie zu retten, tut er alles. Er gibt sogar sein Leben für sie hin. Dieser Hirtenstab aus Zucker soll uns daran erinnern, dass der Herr Jesus unser guter Hirte ist. Der Süßwarenhändler schnitt eine weitere Stange ab und bog ein Ende davon um. Dieses Mal hielt er das gebogene Ende nach unten und fragte Kathi, und was siehst du jetzt? Ihre Augen leuchteten auf. Das ist ein J. Warum machst du ein J, Opa? Er lächelte. Na, rate mal. Oh, ich weiß. Das steht für Jesus. Richtig, Kathi. Am Weihnachtsfest feiern wir den Geburtstag des Herrn Jesus. Diese J-Zuckerstange ist meine besondere Weihnachtsüberraschung für dich. Danke, Opa. Die schmeckt prima und sie duftet auch noch so lecker. Aber die sieht etwas langweilig aus. Da muss noch Farbe rein. Da hast du recht, gab Opa zu. Ich wollte dieses Bonbon ganz weiß machen, weil Jesus heilig und sündlos ist. Aber lass uns mal schauen, welche Farbe dazu passen könnte.
Nimm Rot, schlug Kathi vor. Rot passt zu Weihnachten. Der Opa nahm ein Gläschen aus dem Schrank und holte einen kleinen Pinsel aus der Schublade. An was erinnert dich die rote Farbe? Fragte er Kathi. Die Antwort auf diese Frage wirst du in ein paar Tagen erfahren.